eine gewaltige Bestie bei sich. Nie habe ich so ein Wesen gesehen. Es ist mit normalen Mitteln nicht aufzuhalten. Wie kommt Skeleton so eine Bestie? Ach, natürlich, Beastman. Er hat Macht über alle wilden Tiere. So ist es. Da kommen sie schon. Sind die Freunde von dem Knochenkopf immer so hässlich? Stratos, mein Freund, wir können dich gut gebrauchen. Danke für dein Kommen. Stratos, wolltest du nicht Wache halten im Königspalast? Ja, aber die Prinzessin hat mir erzählt von dem Angriff auf Grayskull. Sie sagte, ich werde bei euch mehr gebraucht als im Palast. Damit hat sie recht. Sorceress, du solltest in die Burg gehen und sie von innen verteidigen. Wir wissen nicht, welche gemeinen Tricks Skeletor für uns auf Lager hat. Ja, He-Man. Mich schickst du aber nicht weg. Ich kämpfe an eurer Seite. Genau so wünsche ich es mir. Du bist Shira. Oder willst du ganz allein gegen meine großen Armee antreten? Wenn es sein muss, werde ich genau das tun. Mutig bist du ja. Nicht sehr klug, aber verdammt mutig. Ich vernichte diese Frau ganz alleine. Ich brauche mir keiner zu helfen. Lass sie mir, Meister Ahorda. Gerne. Ganz wie du willst, Grishnor. Er ist mein stärkster Krieger. Und keiner hat gegen ihn einen Zweikampf gewonnen, Shira. Es gibt für alles ein erstes Mal. Achtung, Freunde, geht zurück! Dieses Monster verfügt über gewaltige Kräfte. Auch noch, wenn ich ihm diese fiesen Tentakel abschneide? Grayskull ist unser. Ihr könnt nicht gewinnen. Lasst das Monster angreifen, Beastman. Aber achte darauf, dass Tila verschont wird. Es soll sie gefangen nehmen, aber nicht verletzen. Ich helfe dir. Wie gefällt dir meine Kanone, Waffenschmied? Ich bin dir weit überlegen mit meiner Waffe. Danke. Wird Zeit, das Monster ein wenig weich zu klopfen. Du bist ja verdammt zäh. Und kräftig bist du auch. Es wird schnell gehen. Bisher musste ich mich noch mit keinem Gegner lange beschäftigen. Das würde mir sehr entgegenkommen. Dein Geruch ist schwer auszuhalten, Fusselkopf. Jetzt ist die Luft gleich viel angenehmer. Was hat das so bedeutet? Schaffst du es nicht, diese Frau zu besiegen? Das war
Figuren ausrutschen. Sie ist stark. Das hat mich überrascht. Aber jetzt ist sie dran. Bleib hier. Ich will dir nichts tun. Das gucke ich mir nicht länger an. She-Ra, du hast es hier mit der wilden Horde zu tun. Wir räumen jedes Hindernis aus dem Weg. Auch dich. Danke, Ihnen. Keine Ursache, mein Freund. Hilf mir mit Arms. Ich versuche, diese Kreatur aufzuhalten. Wach auf, Sorceress! Oder ich zerstöre deine Burg! Verschwinde, du Teufel! Diese Macht ist nichts für dich. Du bist kein Gegner mehr für mich, Sorceress. Wenn du wiederkommst, bin ich vielleicht nicht mehr so nett zu dir. Ich habe dich unterschätzt, She-Ra. Aber das passiert mir nicht noch einmal. Jetzt schnell nach Grayskull. Hoffentlich hat mein Bruder dort alles im Griff. Jetzt verschwinde endlich, Großer. Es gibt hier doch gar nichts zu fressen für dich. Los, fliegen! Wie komme ich nur an Tila ran? Danke! Wer diese Kreatur ist. Bei der Größe müsste es viel leichter für mich sein. Das Monster entzieht dir Energie, He-Man. Je länger du gegen es kämpfst, umso schwächer wirst du. Eigentlich muss ich gar nicht gegen das Monster kämpfen, Beastman, sondern nur gegen dich. Träum weiter, Skeletor. Beastman ist bewusstlos. Das Monster ist außer Kontrolle. Es gehorcht jetzt niemandem mehr. Dann ist es Zeit für uns zu gehen. Ich lasse euch dann mit dem Monster allein. Halt! Du weißt, wer meine Eltern sind, oder? Sag es mir! Beim nächsten Mal, meine Schöne! Sieht nicht so aus.
als wenn das Biest schon gehen möchte. Ich weiß auch nicht, wie wir es dazu zwingen wollen. Wenden wir Gewalt an, entzieht es uns unsere Kraft. Ja, ich spüre, wie auch ich geschwächt werde durch seine bloße Nähe. Hallo, du bist He-Man, oder? So ist es. Du bist die Kriegerin, die den Prinzen und Teela gerettet hat? Ja, das ist She-Ra. Schön, dass du kommen konntest. Aber was können wir jetzt machen? Das Biest ist völlig wild und zerstört vielleicht die Burg. Mit Kraft und Technik kommen wir hier nicht weiter. Womöglich steht uns noch eine Alternative zur Verfügung. Hallo, mein Großer. Wieso bist du so verärgert? Ich verstehe. Diese bösen Männer haben dich gezwungen, herzukommen. Alle wollten dir wehtun. Was passiert da? Spricht She-Ra mit dem Monster? Ja, eine ungewöhnliche Gabe. Glaube mir, ich will dir nichts antun und die Menschen hier auch nicht. Wir werden dir sogar helfen, wieder in dein Zuhause zurückzukommen. Was? Okay, dann komme nur ich mit dir. Die anderen bleiben hier. She-Ra, was hast du gemacht? Es ist alles gut, Freunde. Ich bringe meinen Freund nach Hause. Er wird niemandem mehr etwas antun. Er hat es mir versprochen. Unglaublich! She-Ra, du bist toll! Das hat Teela früher immer zu dir gesagt, He-Man. Scheint, dass du Konkurrenz bekommen hast. Wir sollten es machen. Schließen wir uns Skeletor an. Man hört, er wird schon bald über ganz Eternia herrschen. Wenn er es schafft, ihn zu besiegen. Willst du dich lieber dem König anschließen? Deine Leute haben uns doch verhaftet wegen unseres Benehmens. Ihr wollt euch Skeletor anschließen? Ist er wirklich so mächtig, wie man hört? Wer will das wissen? Um was geht es dich an, was wir vorhaben? Vielleicht will ich mich ebenfalls Skeletor anschließen. Da, wo ich herkomme, nennt man mich Evelyn. Die Hexe des Bösen. Du kennst sie? Hab von ihr gehört. Schlimme Geschichten. Wenn die stimmen, sollten wir uns nicht mit ihr abgeben. Aber wenn sie sich wie wir Skeletor anschließt, stehen wir alle auf der gleichen Seite, oder? Sehr klug erkannt. Unheimlichen Leuten. Mir kannst du vertrauen. Ich habe schon von weitem gespürt, dass du ein Zauberer bist. Ich kann deine Talente gut gebrauchen. Jetzt haben wir einen kleinen Spion im Palast. Er wird uns helfen, Adora zu uns zurückzubringen, damit ich sie wieder mit meinem Bann belegen kann. Ausgezeichnet, Shadow Weaver. Mein bester Truppenkapitän gebe ich nicht so schnell auf. Mit ihr wird auch She-Ra kein Problem mehr sein.